Hi, ich bin Ingo vom Mainheimwerkermarkt und heute haben wir Besuch bekommen, und zwar vom Christoph. Und ich bin der Außendienstmitarbeiter von Firma Parco. Und du hast uns ganz tolle Sachen mitgebracht, also Sachen, die man auch gerne in der Werkstatt hat. Und zwar, wer sucht das nicht? Also man kauft sich immer irgendwelche Werkzeuge, man legt sie irgendwo hin und dann sucht man in unterschiedlichen Räumen ständig, wo sind die überhaupt? Deswegen gibt es Werkzeugsets, die normalerweise auch so bleiben sollen. Aber erzähl du was. Was hast du uns da mitgebracht? Heute wollen wir euch mal Stecknusskästen von uns zeigen, Knarrenkästen in verschiedenen Größen, verschiedene Variationen. Mhm. Und ich habe mal einige Modelle mitgebracht und die stellen wir euch jetzt vor. Erste kleine Modell, ein 1/4 Zoll Ratschenkasten mit einer 1/4 Zoll Ratsche, einem Stecknusssortiment bis 13 mm, eine fein verzahnte Ratsche mit 60 Zähnen. Ich sehe gerade, ist das Gummi ummantelt? Ja. Ja. Das ist schön griffig, das Ganze. Die Griffe sind immer zwei Komponenten beschichtet. Die haben einen harten Kern und eine weiche Gummiauflage, sodass ich auch eine gute Griffigkeit habe. Die Knarren haben eine Schnelllösetaste. Dort setze ich die Stecknuss auf. Die Stecknuss ist auch fest arretiert und so kann sie auch im Gebrauch nicht abfallen. Hinten den Knopf einfach wieder drücken, Stecknuss lösen. Und so ist das eine sichere Sache. Was ich sehr, sehr gut finde an diesen Sets, ist zum Beispiel der Koffer. Es ist eine Kleinigkeit, aber die sind komplett aus Metall und die sind gefedert. Das heißt, wenn ich das aufmache, schnallt das richtig auf. Nicht diese Plastikgriffe, die dann irgendwann abbrechen und ich schneide mir die Hände auf. Ganz genau. Alle Koffer sind schlagfest ausgeführt. Das bedeutet, rein theoretisch kann ich mich da sogar draufstellen. Und die Verschlüsse sind aus Metall. Ja, Christoph, was hast du uns noch mitgebracht? Ich sehe hier gerade den nächsten Koffer. Ja, wir gehen einmal durch alle Modelle durch. Super. Dieses ist das Modell SW79. SW steht für Schwenkkopfratsche. Das bedeutet, hier ist der Kopf der Ratsche schwenkbar. Das ist ein Kasten mit einer 1/2 Zoll und einer 1/4 Zoll Ratsche. Mit Umschaltung selbstverständlich links, rechts und natürlich auch mit dem Auslöseknopf, dass die Stecknüsse fest verriegelt sind. Hier ist noch der Vorteil, dass ich im Koffer oben auch noch ein kleines Sortiment habe an Bits und an Verlängerungen. Sehr schön. Bitsatz ist auch noch mit dabei. Also dies schon eine ganz runde. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass auf dem Koffer natürlich drauf gedruckt ist, welche Größe letztendlich die Stecknuss hat. Weil ich kenne es immer so, man nimmt es erst raus, man muss erst gucken, ah, wo steht es denn? Ach, da hinten. Und so habe ich direkt auf einen Blick, welche Größe da die Stecknuss hat. Ne? Sofort der richtige Zugriff. Super. Christoph, du sagtest gerade Schwenkkopf. Warum Schwenkkopf? Wofür brauche ich das? Schwenkkopf hat den ganz klaren Vorteil, dass ich die Möglichkeit habe, so in der geraden Position schnell vorzudrehen und ich natürlich flexibel bin mit dem Griff und in jedem Bereich, wenn ich jetzt schlechter an eine Verschraubung drankomme, hier auch mit Kraft die Schraube anziehen kann und ich bin nicht fest an einen 90-Grad-Winkel gebunden. Ja, perfekt. Also kann es gut möglich sein, dass ich gar keine Verlängerung gerade brauche, weil ich jetzt durch den Schwenkkopf da besser drankomme. Ja, und kein Kardangelenk. Das Gelenk ist ja quasi hier schon mit eingebaut. Sehr schön. Christoph, dann nehmen wir uns doch den nächsten Koffer einmal vor. Öffnen. Eine Nummer größer. Das schlagt wirklich zu. Das kann los. Eine Nummer größer, S95, 95-teiliger Inhalt, ist wieder ein Kasten mit einer 1/4 Zoll und einer 1/2 Zoll Ratsche. Diesmal die Ratschen im Slimline-Modell. Extra schmaler Kopf, fein verzahnt mit 72 Zähnen. Ich habe nur 5 Grad Rückstellungswinkel. Ist besonders für enge und kleine Bereiche geeignet. Dieser Koffer hat noch die Besonderheit hinter der großen Klappe, was ein Kniebrett ist. Ich kann dies rausnehmen und kann das noch als Knieunterlage benutzen. Befindet sich hier noch ein Maurin-Schlüsselsatz und ein Immo-Schlüsselsatz. Dies ist also ein perfekter Koffer für zu Hause. Zündkerzensstecknüsse sind mit drin in 16 und 21 mm. Ein Bitsatz ist noch mit dabei. Im Prinzip kann man mit diesem Koffer alle einfachen Arbeiten erledigen. Ich finde auch, es fühlt sich sehr, sehr wertig an. Das heißt also, wenn ich das in die Hand nehme, es ist schon Gewicht. Das stimmt, Ingo. Die Werkzeuge sind alle aus chrom Vanadiumstahl gefertigt. Geh über zum nächsten Koffer. Was hast du uns hier jetzt mitgebracht? Was erwartet mich jetzt hier, wenn ich das öffne? Das ist die ganz große Variante. In diesem Fall ein 3/4 Zoll Satz. Hier mit einer Teleskopverlängerung. Ach was. Ein Schiebestück ist hier mit bei und eine aufsetzbare Ratsche. Und dieser Kasten geht von 22 bis 50 mm. Inklusive zwei Verlängerungen. SLX17 heißt dieses Set, 17-teiliger Satz, 3/4 Zoll, halt für große Bereiche, Industrie, Nutzfahrzeuge, ähnliche Einsatzbereiche. Alles, wo man große und schwere Sachen machen muss. Ja. Und halt total praktisch, dass man die Stange ausziehen kann. Ja, und somit einen langen Hebel hat. Also eher weniger für zu Hause, sondern eher in größerer Industrie. Nutzfahrzeugbereiche, Landwirtschaft, das sind so die Anwendungsgebiete.
Christoph, du protzt jetzt die ganze Zeit mit den großen Koffern. Was ist hier drin? Die kleinen Kisten sind Ergänzungen. Hier haben wir einen kleinen Satz als Ergänzung mit Inbussstecknüssen. Halb Zoll Aufnahme geht von 4 bis 17 mm. Mhm. Den gleichen Kasten gibt es auch noch einmal mit Stecknüssen in Torx. Auch halb Zoll Aufnahme geht von Torx 20 bis Torx 60. Ja, Christoph, danke, dass du uns das alles mitgebracht hast, dass du uns das vorgeführt hast, dass du uns ein bisschen was dazu gesagt hast. Denn auf den Bildern sieht man halt immer nur, was ist da drin, aber Informationen kann man nur lesen. Ist immer besser, wenn man das einmal vorgestellt kriegt. Ich danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Ne? Danke. Ciao. Hey, lass die Kiste hier.